Alles ist, vieles war. Irgendwann war ihm nicht mehr zu trauen, dem Tag. Lohnte sich das Kämmen nicht mehr, blieb das Lächeln einfach stehen, mitten auf der Kreuzung im Gesicht. Und niemand wusste, wem es gehörte. Setzte sich der Schatten trittfest auf die Stufen vor dem Haus und hüstelte noch ein wenig mit angehaltenem Atem, legte sich der Geruch wie ein feiges Tier verwundet in die Zimmerecken und zerfiel wie der Ton eines erinnerten Liedes. Irgendwann enden die Wörter, in Steinen verbissen, in Bäumen verborgen, in stummen Muscheln im Sand vergraben, mit einem Schrei. Sie schweigen, weil sie sahen, genau jetzt. Und die Bücher riechen wieder nach nassen Menschen. Vieles ist, alles war. Freuds Freunde oder der Mut zum Ich. Diese Stadt! Aber wo ist es anders? In Hannover? Hör mir auf mit Hannover. Es ist überall schön, solange man keine Leute kennt. Kennt man Leute, geht es los. Abends. Der und der setzt sich für das und das und den ein. Der andere für den und den. Sie verzichten völlig auf sich zugunsten ihrer Protagonisten. Meine Ehrsüchtigkeit verlangt von mir während eines solchen Abends 100-mal. Brich mit denen! Steh sofort auf und geh! Ich entgegne, das sind meine letzten Bekannten, ich bitte dich. Lass uns heute so tun, als hätten wir nichts gehört. Aber wir merken uns jedes Wort. Und eines Tages rächen wir uns. Aber dazu müssen wir hier bleiben. Kontakt halten. Meine Ehrsüchtigkeit ist ein bisschen dumm und lässt sich einwickeln, weil sie überleben will. Wenn ich mit den letzten Bekannten breche und mich schließlich noch selber umbringe, davon hat sie ja auch nichts. Ich bin schließlich ihre biologische Basis. Also werden alle Beleidigungen in ein großes Buch eingetragen. Rachekalender. Es verläuft immer gleich. Beleidigung, Schrei nach Vergeltung, feierlicher Eintrag. Entwurf der Rache, Einsicht in die momentane Machtlosigkeit. Rache wird aufgeschoben. Auf einen künftigen, glänzenden, machtvollen, günstigen Augenblick. Man trifft den Demütiger wieder, tut ihm sogar einen kleinen Gefallen. Das wiegt ein, umso schlimmer wird man ihn treffen. Der Demütiger bedankt sich herzlich, tut mir auch einen kleinen Gefallen. Wir gelten als befreundet. Eine Zeit lang die Hoffnung, irgendjemand würde sich der Meinung, die ich von mir habe, anschließen. Ich, meine Meinung, von mir. Von keinem wird sie geteilt. Es fällt schwer, diese Meinung aufrechtzuerhalten. Früher, der Glaube, es sei nur eine Frage der Zeit. Die werden das schon noch bemerken. Mir schwebten Leistungen vor. Das Nötige wird vollbracht werden. Dann blieb eine Vollbringung nach der anderen aus oder weit hinter dem Anspruch zurück. Von der Umwelt erwarte ich ein Echo, als seien alle Vollbringungen erreicht und gelungen. Wie in der Vorstellung. Von mir enttäuscht zu sein, ist mein Privileg. Ich weiß jetzt, was gewünscht wird, aber nicht von mir. Es gibt genügend, die das liefern. Aber ich lebe, also muss ich mich bewegen, das heißt, mich verstellen. Ich muss so tun, als mache es mir Spaß, dies oder das aus mir zu machen. Als hätte ich Lust, als sei es mir wichtig, als könnte ich noch etwas liefern, etwas beitragen. Das dumpfe Klopfen an der Wand. Mein Sohn wirft einen Ball gegen die Wand. Fängt ihn, wirft ihn, fängt ihn, wirft, fängt,
regelmäßig, 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal. Er will nichts anderes mehr tun. Er zieht sogar die Vorhänge zu. Wie kann er schon so weit sein? Ich habe nicht den Mut, ihm eine andere Beschäftigung zu empfehlen. Dankeschön.